Kurzer Cut, stopp! So, willkommen zu einem neuen Video vom Landwirtschaftssimulator 2017. Ich war hier auf der FarmCon 2016 im schönen Rosttal. Das liegt bei Nürnberg im Süden von Deutschland, also im schönen Bayern. Ja, was ist die FarmCon? Die FarmCon war ein Event mit etwa 250 begeisterten Landwirtschaftssimulator-Fans und Moddern und YouTubern, was weiß ich, was nicht alle da war. Und dort konnte man auf jeden Fall große Einblicke in den Landwirtschaftssimulator 2017 erhalten. Ich habe hier exklusiv für euch ein paar neue Screenshots. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon bei irgendeinem anderen YouTuber gesehen habt, weil ein paar YouTuber haben jetzt diese Screenshots bekommen. Aber Giant Software hat sie jetzt halt noch nicht veröffentlicht und wir dürfen die schon veröffentlichen. So, hier auf dem ersten Bild sehen wir einen Massey Ferguson 7347 S Mähdrescher, der hier gerade ein bisschen Weizen drescht. Was besonders auffällig ist, oder vielleicht fällt es euch auch gar nicht so direkt ins Auge, aber die Person, die dort auf dem Mähdrescher sitzt, sieht einfach mal ganz anders aus wie sonst der Helfer. Wenn ihr zum Beispiel einen Helfer einstellt oder sowas ähnliches macht, dann wird der nie gleich aussehen, weil der unterscheidet sich immer. Ihr könnt eure Spielfiguren nämlich anpassen und zwar auswählen, ob diese männlich oder weiblich sein soll und sie verändert ihr Aussehen ab und zu mal. Also es wird schon relativ wahrscheinlich sein, dass ihr unterschiedliche Personen im Mähdrescher, im Traktor, im Auto, was weiß ich wo sitzen habt. Die Grafik, ja, auf diesem Bild sieht man die Grafik noch nicht so gut, weil man könnte echt meinen, das wäre im LS15 aufgenommen worden, ist es aber nicht. Aber bevor ihr jetzt meckern solltet oder so, guckt euch einfach das nächste Bild an, dann seid ihr schon wieder richtig heiß auf das Spiel. Im nächsten Bild sehen wir jetzt die Goldcrest Valley Map, also das ist diese amerikanische Map. Wieder ein Massey Ferguson Traktor, der hier durch ein Wohngebiet fährt. Und was einem sofort ins Auge sticht, sind die ganzen Lights. Also einmal vom Massey Ferguson, wie er die Straße so komplett ausleuchtet, was relativ cool aussieht. Er hat dort Arbeitsscheinwerfer an, hinter ihm kommt ein Auto, was sogar Lights hat. Die Straßenlaternen sind am Leuchten und besonders geil, diese schönen hochmodellierten Häuser sind auch ziemlich am Leuchten. Also jetzt nicht am Glänzen, aber ihr seht halt hier die Fenster und so weiter, die sind überall am Leuchten und das Licht im Allgemeinen wurde auch nochmal stark überarbeitet von Giant Software auf jeden Fall. Werdet ihr da im nächsten Video von mir, also in einem der nächsten Videos zu LS17 noch was sehen. Seid gespannt, wird auf jeden Fall cool. So, im nächsten Bild sehen wir einen Valtra-Traktor, wieder mit einem anderen Skin des Farmers. Hinten dran hat er einen Schweinemastanhänger, wo ihr halt mit Schweine transportieren könnt. Schweine werden ebenfalls wie die Kühe ein Hauptbestandteil des Spiels und die könnt ihr mit diesem Schweineanhänger vom Händler, beziehungsweise wenn ihr die einkauft, die werden dann in den Anhänger teleportiert, da passen immer 9 Stück rein, die könnt ihr dann zu eurem Schweinehof fahren und dort dann abladen oder beziehungsweise ausladen oder wenn ihr zu faul seid, könnt ihr die einfach auch dahin kaufen, dann werden die dahin teleportiert. Eine weitere Neuerung ist die Wheel Deformation. Was es genau ist, seht ihr einmal hier. So sieht das Ganze aus. Das sind jetzt Ingame-Szenen. Wenn ihr jetzt irgendwie ein Gewicht oder einen Anhänger oder sowas ankuppelt, dann verändert sich sozusagen das Gewicht des Traktors. Also jetzt nicht selbst das Gewicht, aber ihr seht halt, wenn ihr zum Beispiel ein 2-Tonnen-Gewicht hinten dran hängt, dann geht der Traktor hinten runter und vorne ein bisschen hoch. Das ist halt wegen dem Reifendruck. Das ist jetzt schon moderner und realistischer gemacht worden. Finde ich auf jeden Fall cool. Und sagt mal, was ihr von dem Reifendrucksystem haltet und allgemein von der FarmCon. Wart ihr da? Wenn ja, wie hat es euch gefallen und würdet ihr auch mal zu der FarmCon gehen? Die soll es nächstes Jahr nämlich nochmal geben. Schreibt es mal bitte in die Kommentare und guckt euch bitte das Video noch zu Ende an. Weil dort kommt noch eine witzige Szene, die ich mit David Hein, also Behind, gedreht habe. Danke auf jeden Fall dafür. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.
Der Landwirtschaftssimulator ist der allerbeste Simulator auf der ganzen weiten Welt.